Die Prophezeiungen der Pharaonen, hier sind sie versteckt. In diesem Wunder der Antike, ein mathematischer Code, der den Weltuntergang vorhersagt. In diesem verlorenen Buch, die Warnung vor einer zerstörerischen Kraft, die die Erde bedroht. In diesen geheimnisvollen Symbolen, eine Botschaft, die besagt, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Seit Jahrtausenden sagen Propheten auf der ganzen Welt den Weltuntergang vorher. Nicht nur einer spricht von der Apokalypse. Die theoretische Übereinstimmung von Weltuntergangsprophezeiungen und heutigen Ereignissen heißt Nostradamus-Effekt. Acht Kilometer entfernt von Kairo ragt das bedeutendste Werk des alten Ägypten in den Himmel. Die große Pyramide von Gizeh. Dieses letzte erhaltene Wunder der Antike wurde vor rund 4500 Jahren erbaut. Die meisten glauben, dass es sich um das Grabmal des Cheops handelt. Andere hingegen vermuten, dass die Pyramide weit mehr ist. Ein Kalender des Weltuntergangs. In ihrer Mitte soll sich eine unheilbringende Zeitlinie verbergen, die in diesem Jahrzehnt endet. Will sie aus uralten Zeiten zu uns sprechen oder uns warnen, Ratschläge geben oder uns leiten? Die große Pyramide beinhaltet vielleicht nur eine von vielen angeblichen Prophezeiungen. Einige Menschen glauben, dass auch diese Hieroglyphen aus dem ägyptischen Totenbuch das Ende der Welt vorhersagen. Andere erkennen die Existenz einer dritten prophetischen Quelle an, einer kürzlich entdeckten Schrift, der Kolbrin-Bibel. Einige glauben, dass die alten Ägypter eine nukleare Katastrophe vorhersagten. Andere, dass 2012 eine Kraft jenseits unseres Sonnensystems den Weltuntergang verursachen wird. Und alle stimmen darin überein, dass das prophezeite Ende bevorsteht. Die antiken Stimmen sprechen eindringlich zu uns. Sie beschwören uns, auf die Vorzeichen zu achten. Was genau beinhalten die altägyptischen Prophezeiungen? Gibt es Ähnlichkeiten zu Endzeitvorhersagen anderer Kulturen, wie denen der Maya, der Hopi-Indianer oder des bekanntesten Sehers aller Zeiten, Nostradamus? Die wohl außergewöhnlichste und abenteuerlichste Interpretation der altägyptischen Prophezeiungen ist die Behauptung, aus der großen Pyramide könnte man die Vorhersage für die Anschläge vom 11. September ablesen. Ich glaube, dass diese alten Völker weitaus mehr wussten, als wir es heute tun. Dieses Wissen ging über die Jahrhunderte verloren. Doch mit diesem Wissen, dieser Weisheit, konnten sie diese Bauwerke errichten. Könnten die Erbauer der großen Pyramide den 11. September 2001 tatsächlich vorhergesehen und dieses Bauwerk als Warnung errichtet haben? Die Suche nach Hinweisen beginnt mit dem Studium der Pyramidenarchitektur. Auch heute ist die große Pyramide noch beeindruckend, doch ihre frühere Erhabenheit liegt jenseits unserer Vorstellungskraft. Die große Pyramide war ursprünglich mit weißem, polierten Kalkstein verkleidet. Jemand hat mal berechnet, dass die Reflektierung des Sonnenlichts auf dem Mond zu sehen war und das wie ein Stern auf der Erde ausgesehen haben muss. Doch ist die große Pyramide nicht nur wegen ihrer äußeren Erscheinung so beeindruckend? Auch das tiefe Innere ist erstaunlich. Man betritt die Pyramide durch einen niedrigen Gang. Er ändert seine Richtung in den aufsteigenden Gang, der in die große Galerie führt. Sie ist 49 Meter lang und 7,5 Meter hoch. Oberhalb der großen Galerie liegt die Königskammer. Obwohl hier niemals eine Mumie entdeckt wurde, hat ein Sarkophag aus Granit die meisten Experten zu der Annahme veranlasst, dass die große Pyramide das monumentale Grab eines Pharao war, dessen Leichnam irgendwann gestohlen wurde.
Die Ägyptologen behaupten, dass alle Pyramiden Königsgräber sind, obwohl es keine ägyptischen Texte gibt, die explizit darauf hinweisen, wozu die Pyramide diente. Das Fehlen jeglicher Texte darüber, zu welchem Zweck die große Pyramide erbaut wurde, führte zu Spekulationen darüber, dass ihre wahre Funktion viel geheimnisvoller sei und ihre Architektur als eine Botschaft zu verstehen sein könnte. Diese Theorie entstand schon im 19. Jahrhundert. Die damaligen europäischen Forscher waren von der präzisen Konstruktion der großen Pyramide tief beeindruckt. Die große Pyramide heißt nicht nur so, weil sie die größte ist. Für mich ist sie der Rolls-Royce unter den Pyramiden, weil sie so außergewöhnlich exakt gebaut wurde. Die einzelnen Blöcke passen präzise aufeinander. Der Fugenabstand beträgt weniger als 0,5 mm. Da passt nicht mal ein Blatt Papier dazwischen. Mitte des 19. Jahrhunderts erwogen britische Forscher die Möglichkeit, dass diese architektonische Präzision ein Hinweis auf ein aufsehenerregendes Geheimnis sei. Sie glaubten, dass sich in den Maßen der großen Pyramide ein mathematischer Code verbirgt. Es gab so viele verschiedene Stämme mit unterschiedlichen Sprachen auf der Welt, dass die antiken Völker nur eine Möglichkeit hatten, ihr Wissen weiterzugeben. Und zwar über Mathematik und Astronomie. Die erstaunlichen Berechnungen der Forscher aus dem 19. Jahrhundert schienen ihre Theorie zu bestätigen. Als sie die Breite der Königskammer durch die Quadratwurzel von Pi teilten, kamen sie auf die Zahl 365,24. Und das setzten sie gleich mit 365 ein Viertel Tagen, der Länge eines Jahres. Dieselben Forscher stellten auch fest, dass der Umfang der großen Pyramide 36.600 Zoll misst. 36.600 lässt sich durch 366 teilen. Und das entspricht wiederum fast der Anzahl der Tage eines Jahres. Sie folgerten, dass die Ägypter eine Maßeinheit benutzten, die mit dem heutigen Zoll fast identisch ist, den sogenannten Pyramidenzoll. Diese Überlegung veranlasste die Forscher, nach weiteren Übereinstimmungen zu suchen. Einige vermuteten, dass die Gänge im Inneren einer historischen Zeitlinie entsprechen könnten. Der Pyramidenzoll ist sehr wichtig, weil wir damit eine Maßeinheit haben. Damit können wir bedeutende Ereignisse unserer Geschichte vermessen, in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft. Aufgrund dieser Hypothese begannen die Forscher in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts eine sorgfältige Analyse des Inneren der großen Pyramide. Wichtig sind bestimmte Punkte des Baus. Zum Beispiel, wo Gänge beginnen oder enden. Diese Punkte könnten für wichtige weltliche oder religiöse Ereignisse stehen. Falls eine prophetische Zeitlinie in die große Pyramide eingebaut wurde, muss es auch zwei wichtige Fixpunkte geben. Einen Startpunkt und ein konkretes Jahr, in dem die Zeitlinie verankert ist. 12 Meter weiter unten wurden in die Seitenwände des Ganges zwei Linien in den weichen Sandstein geritzt. Das sieht aus wie ein Startpunkt. Die Forscher des 19. Jahrhunderts verfolgten die Sternenwanderungen und fanden heraus, dass der Polarstern in gewissen Abständen genau durch diesen Gang ins Innere der großen Pyramide scheint. Ihren Berechnungen zufolge geschah das zuletzt im Jahr 2141 vor Christus. Folglich nahmen sie dieses Jahr als Ausgangspunkt der Zeitlinie. Am Linienverlauf suchten die Forscher nun nach großen, historischen und kommenden Ereignissen. Wenn man sich von den beiden eingeritzten Linien abwärts bewegt, trifft man auf den aufsteigenden Gang, die erste große Veränderung. Dieser Punkt steht für das Jahr 1453 vor Christus. Viele glauben, dass in diesem Jahr der Auszug der Israeliten aus Ägypten stattfand. Geht man diesen Gang weiter nach oben, erreicht man die Kreuzung, die in die große Galerie führt.
In diesem Jahr wurde Jesus Christus gekreuzigt. Nach der Pyramidenzolltheorie ist das das Jahr 33 nach Christus. Nach dieser Theorie umspannt die große Galerie fast zwei Jahrtausende. Ihr Endpunkt, der Eingang zur Königskammer, entspricht dem Jahr 1914, dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Geht man nun durch die Königskammer weiter, kommt man am Ende zum September 2001. Der 11. September 2001. Dieses Ereignis hat sich schon jetzt tief in den Verlauf der Geschichte gegraben und dem neuen Jahrtausend einen bitteren Beigeschmack verliehen. Haben die alten Ägypter dieses Ereignis wirklich vorausgesehen und ihre Prophezeiung in der großen Pyramide verschlüsselt? Da die Zeitlinie 2001 endet, halten Skeptiker die Pyramidenzolltheorie für entkräftet, da die Welt an diesem Tag nicht untergegangen ist. Doch wer an die Theorie glaubt, der sieht den 11. September als Startschuss für eine Reihe von Ereignissen, die in der nuklearen Vernichtung der Welt enden werden. In der Zukunft werden Historiker auf diesen Tag zurückblicken und sagen, das war der Tag, an dem der Untergang begann. Sagt die Cheops-Pyramide tatsächlich dieses Weltuntergangsszenario voraus? Skeptiker halten das für unwahrscheinlich. Man startet an einem willkürlichen Punkt, zum Beispiel 2141. Je nachdem, wie man dann geht, kommt man zu verschiedenen Daten. Man kann so ziemlich jedes Datum ansteuern, das man erreichen will. Ich könnte auch auf den heutigen Tag kommen. Ich muss nur durch einen bestimmten Gang gehen und an einem bestimmten Punkt stehen bleiben. Und dann kann ich sagen, heute ist das Ende der Welt. Aber man spricht trotzdem noch über die Pyramidenzolltheorie. Könnten die Ägypter andere Hinweise in der Pyramide verborgen haben, um uns vor dem nahen Ende zu warnen? Wurde ihre Weltuntergangsprophezeiung vielleicht von einer geheimen Bruderschaft aufbewahrt, die noch heute existiert? Die große Pyramide von Gizeh. Viele halten dieses antike Wunder nicht für das monumentale Grabmal eines Pharao, sondern für einen Weltuntergangskalender. Sie behaupten, dass die Gänge im Inneren der Pyramide mit mathematischer Präzision angelegt wurden und eine prophetische Zeitlinie darstellen, die im September 2001 endet. Ist die große Pyramide etwa die steinerne Warnung davor, dass der 11. September den Anfang vom Untergang der Welt darstellt? Die große Pyramide hält nach wie vor Prophezeiungen für uns bereit. Wenn wir diese Vorhersagen frühzeitig erkennen, können wir Zusammenhänge herstellen und drohende Katastrophen verhindern. Neben der angeblichen Zeitlinie in der großen Pyramide könnten die alten Ägypter auch andere Möglichkeiten genutzt haben, uns vor dem Weltuntergang zu warnen. Manche Menschen behaupten, dass eine geheime Bruderschaft das Wissen um die Prophezeiungen erlangt, über die Jahrhunderte bewahrt und kontinuierlich weitergegeben hat. Der geheimnisvolle Orden der Freimaurer. Diese Menschen haben das antike Wissen bewahrt. Ich nenne diese Weitergabe des antiken Wissens einen antiken Willen. Diese Weitergabe erfolgt von einer Generation zur nächsten. Jeder trägt dazu bei, was er kann. Dahinter steckt ein langfristiger Plan und eine echte kollektive Entschlossenheit. Manche Forscher glauben, dass die heutigen Freimaurer die Ahnen der Erbauer der großen Pyramide sind und dass sie es waren und nicht die Ägypter, die die angeblichen Prophezeiungen in den Bau der Pyramide integriert haben. Demnach hätten die Freimaurer das Wissen über die Vorhersagen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Basis der Freimaurer hält solche Spekulationen allerdings für blanken Unsinn. Viele Leute halten sich für Freimaurer-Experten, weil sie so viel darüber gelesen und alle möglichen Verbindungen hergestellt haben. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber trotzdem bloß Spekulation. Das sind alles nur Vermutungen. Jahrhundertelang hat der Geheimhaltungskodex der Freimaurer Spekulationen über ihre Macht und ihren Einfluss befeuert. Das Hauptquartier der Freimaurer befindet sich in der mächtigsten Stadt der Welt, Washington, D.C.
Manche behaupten, dass die Freimaurer heimlich die Fäden auf dem politischen Parkett der Moderne ziehen. In den geheimen Ritualen wittern sie Stoff für Verschwörungstheorien. Die rätselhaften Symbole und Abbildungen, die sich auf dem großen Siegel der USA und auf der 1-Dollar-Note finden, werden für Absichtserklärungen gehalten. Sind die Freimaurer etwa so verschwiegen, weil sie das Wissen um die Weltuntergangsvorhersagen aus der großen Pyramide bewahren müssen? Die Mitglieder bezeichnen sich lediglich als Bruderschaft, wie auf den Idealen mittelalterlicher Steinmetzbruderschaften begründet ist. Sie verwenden Symbole des antiken Bauhandwerks. Der Bau eines Gebäudes ist für sie eine Metapher für die Arbeit am menschlichen Charakter. Die Verbindung der Menschen zu Gott verblasste irgendwann. Und da glaubten die Mitglieder eben, dass sich bei den Freimaurern jeder Einzelne besser entwickeln und daher ein besserer Mensch werden könnte, als in der materialistisch geprägten Welt. Heutige Freimaurer berichten, dass für sie der Reiz der Bruderschaft besonders in der geistigen Verbindung mit ihren Urahnen liegt. Die Verbindung der Moderne mit der Vergangenheit bereichere die Bedeutung ihrer Mission und sei rein metaphorisch. Manche Forscher allerdings halten diese Verbindung eher für eine historische Tatsache. In der Antike reisten Maurer nach Ägypten, um diesen großen Gottesaltar zu bauen. Und dort führten sie die Ägypter beim Bau der großen Pyramide in den Plan Gottes ein. Wer Freimaurer für Propheten hält, glaubt auch, dass sie einen Plan B hatten. Demnach gaben die Maurer ihre Warnung auf zwei Arten weiter. Erstens im Code der großen Pyramide und zweitens durch mündliche Überlieferungen. Dieser Theorie nach würde das geheime und wichtige Wissen der Freimaurer von den Vätern an die Söhne weitergegeben, bis zum heutigen Tage. Wahrt diese Bruderschaft also ein fast 5000 Jahre altes Geheimnis? Wir versuchen nicht, die Zukunft vorherzusagen. Wir pflegen ganz einfach eine universelle Weisheit, die von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Als Freimaurer habe ich oft beteuert, es gibt keine Freimaurerverschwörung. Ich habe viele Interviews gegeben, hauptsächlich in den USA, wo man das partout glaubte. Immer wieder habe ich gesagt, nein, es gibt keine. Und jetzt weiß ich, dass es doch eine gibt. Der Beweis in Washington, D.C. ist so offensichtlich, dass jeder ihn sehen kann. Manche glauben felsenfest daran, dass der Grundriss von Washington, D.C. der schlagende Beweis für eine geheime Agenda der Freimaurer in den USA ist. Demnach wurde die Anordnung von Straßen und Plätzen Freimaurersymbolen nachempfunden, beispielsweise dem Wahrzeichen der Bruderschaft, Winkelmaß und Zirkel. Doch, wenn überhaupt, welche Bedeutung kann man dem beimessen? Ist das einfach nur Zufall oder ein Zeichen dafür, dass die Freimaurer mehr wissen, als sie zuzugeben bereit sind? Ob es eine Agenda der Freimaurer gab, glaube ich nicht. Viele Leute nehmen ein kleines Symbol und machen dann ein Riesending draus. Das sind einfach nur gerade Linien. So haben die eben gebaut. Doch diejenigen, die glauben, dass es in Washington versteckte Symbole der Freimaurer gibt, behaupten, dass das nur die Spitze des Eisbergs sein könnte. Gar ein Beweis dafür, dass die Freimaurer geheimes Wissen über unser bevorstehendes Ende besitzen. Andere meinen, dass der Schlüssel zur Entzifferung der altägyptischen Weltuntergangsprophezeiung in diesen Symbolen zu finden ist und nicht in denen der Freimaurer. Sie sehen in diesen Hieroglyphen eine Warnung vor einer Katastrophe, die nichts mit dem 11. September zu tun hat. Falls sie recht behalten, wird ein Himmelskörper, der 91 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, eine endgültige weltweite Katastrophe auslösen. Einige Forscher halten die große Pyramide für einen Weltuntergangskalender, der uns vor dem nahen Ende warnen soll. Andere glauben, dass die ägyptischen Prophezeiungen nicht in diesem monumentalen Bauwerk, sondern in diesen kleinen Symbolen enthalten sind. Verbirgt sich in diesen Hieroglyphen eine verschlüsselte Botschaft, die detailliert beschreibt, wie unser Ende aussehen wird? Manche behaupten, dass diese Symbole einer heiligen ägyptischen Schrift nicht von einer nuklearen Katastrophe berichten, die vom 11. September ausgelöst wurde, sondern von einem Himmelskörper.
Man weiß, dass die alten Ägypter glaubten, dass Mond, Sonne, Sterne und Planeten das Schicksal der Menschen bestimmen. Sie beobachteten die Himmelskörper nicht aus wissenschaftlichem Interesse. Sie erstellten mit ihrer Hilfe Kalender und maßen mit ihnen die Zeit. In der Wüste orientierten sie sich an ihnen. Sie hielten die Himmelskörper für Götter. Sie glaubten, dass die Sterne und die Position der Sonne die Ereignisse auf der Erde bestimmen. Einige Forscher glauben, dass die Hieroglyphen von einem zyklischen Ereignis warnen sollten, das die alten Ägypter vor tausenden Jahren überlebt haben. Nach dieser Theorie handelte es sich um eine Katastrophe, die von der Sonne ausgelöst wurde und die so gewaltig war, dass nur wenige überlebten. Demnach finden sich in dieser Theorie die ersten Hinweise darauf, wie die Ägypter die Astronomie nutzten, um ihre Stellung im Kosmos zu verstehen. Das wichtigste Sternbild war für sie der Orion. Abgesehen von seiner Schönheit war dieses Sternbild für die Ägypter deshalb so wichtig, weil es kurz vor der Flut in der Morgendämmerung aufstieg. Das war für sie ein beruhigendes Vorzeichen für das Hochwasser des Nils. Die Landwirtschaft der alten Ägypter war vom Hochwasser des Nils abhängig. Deshalb brachten sie Orion mit ihrem Gott Osiris in Verbindung, der über alle Belange von Leben und Tod herrschte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ägypter in diesem Sternbild nach Zeichen einer kommenden Katastrophe suchten. In der ägyptischen Mythologie war Orion auch der Bestimmungsort eines Pharao nach seinem Tod. Die meisten Historiker halten die Pyramiden für Königsgräber, die den verstorbenen Pharaonen bei ihrer Reise dorthin helfen sollten. Die meisten Bauwerke, Gräber und Tempel des alten Ägypten orientieren sich am Nil. Die Pyramiden jedoch weisen nicht in Richtung Nil, sondern in den Himmel. Sie stellen also eine Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Sie helfen der Seele des Königs beim Aufstieg in den Himmel. Andere vertreten die Ansicht, dass die Orientierung der Pyramiden gen Himmel einen anderen Grund hatte. Demnach wollten die alten Ägypter die Aufmerksamkeit nachfolgender Generationen auf Orion lenken, weil in diesem Sternbild der Schlüssel zum Verständnis ihrer Prophezeiung einer himmlischen Apokalypse lag. Laut dieser Theorie diente die Anordnung der drei Sterne im Orion den Ägyptern als Inspiration bei der Platzierung der drei Pyramiden von Gizeh. Wenn man eine Diagonale über die beiden größeren Pyramiden zieht, liegt die dritte leicht nach links versetzt. Warum tanzt eine kleine aus der Reihe? Die Sterne im Orion sind auch so angeordnet. Und da die Sternenkonstellationen ägyptische Götter darstellten und Orion in der ägyptischen Mythologie große Bedeutung hatte, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Orion beim Bau zum Vorbild nahmen. Die Orion-Theorie ist deshalb so faszinierend, weil man damit begründen kann, warum die Pyramiden im Zickzack gebaut wurden. Der Stellenwert, den Orion innerhalb der ägyptischen Weltuntergangsprophezeiungen hat, wird für manche aber nur mit Hilfe des ägyptischen Totenbuchs verständlich. Das Totenbuch ist die moderne Bezeichnung für eine Sammlung von Zaubersprüchen. Die Ägypter nannten sie das Buch vom Heraustreten ins Tageslicht. Die Sprüche sollten den Übergang ins nächste Leben erleichtern, die Wiedergeburt als lebende Seele im nächsten Leben. Kapitel 17 des Totenbuchs scheint eine globale Katastrophe zu beschreiben, die viele tausend Jahre vor dem Aufstieg des alten Ägypten stattfand. Die Bestürzung nach dem unglaublichen Schrecken der Katastrophe macht es dem entsetzten Volk unmöglich zu entfliehen. Einige Forscher glauben, dass die Katastrophe stattfand, als der Planet Venus eine besondere Schleife durch den Orion zog. Das fand zuletzt im Jahr 9782 vor Christus statt. And in the Egyptian text, the chapter 17. In Kapitel 17 des Totenbuchs steht ein weiterer Code,
demzufolge die nächste Katastrophe in dem Jahr stattfinden wird, in dem Venus im Orion wieder eine Schleife zieht. Mit diesem Ereignis ist genau in dem Jahr zu rechnen, das in Weltuntergangsprophezeiungen der Maya, Hopi, Hindus und anderen Kulturen vorhergesagt wurde, 2012. Sagen auch die Ägypter unseren Untergang durch kosmische Kräfte für dieses Jahr voraus? Einen Hinweis auf die Art dieser Katastrophe findet man vielleicht in dieser Textstelle aus dem Totenbuch. Nach der Zerstörung drehte sich der alte Löwe um. Manche interpretieren das Bild vom alten, sich umdrehenden Löwen als Zeichen für die Umkehrung der Erdumdrehung. Ihrer Meinung nach könnte das durch die Verschiebung der Pole entstehen. Wissenschaftler vertreten die Ansicht, dass eine Verschiebung der Pole eintreten kann, wenn der geschmolzene Erdkern seine Bewegungsrichtung ändert. Und dadurch könnte es zu abrupten Verschiebungen der Erdkruste kommen. Man muss sich das so vorstellen. Die Erdkruste verschiebt sich über der Magma. Wenn aber die Erdkruste rotiert, dann haben wir ein echtes Problem. Man nimmt an, dass eine Polumkehr auf der Erde von plötzlichen hochenergetischen Sonnenstürmen verursacht werden könnte. Wir wissen, dass es einen 11-jährigen Sonnenzyklus gibt. Die nächste Spitze erreichen wir 2012. Und vielen Untersuchungen zufolge wird der nächste Höhepunkt sehr viel stärker ausfallen als die bisher bekannten. Allerdings glauben die meisten Wissenschaftler, dass die Folgen der Sonnenaktivität im Jahr 2012 längst nicht katastrophal sein werden. Im schlimmsten Fall haben wir ein paar Probleme mit unseren Satelliten. Heutzutage gibt es sehr viel mehr Satelliten als beim letzten Solarmaximum. Und die sind auch noch sehr viel anfälliger gegen Sonnenstrahlung. Die meisten Wissenschaftler halten auch die Wahrscheinlichkeit einer Polverschiebung für extrem gering. Viele stimmen darin überein, dass es solche Verschiebungen schon gegeben hat. Doch sind die ihrer Ansicht nach vor zig Millionen Jahren aufgetreten. Es gäbe keinen Hinweis darauf, dass so eine Verschiebung in der Menschheitsgeschichte bereits vorkam oder gar von den alten Ägyptern aufgezeichnet wurde. Wenn so etwas passiert wäre, könnten wir das anhand von Bohreiskernen und Sedimentablagerungen an den Küsten von Neuseeland sehen. Unsere Proben belegen aber, so etwas hat nie stattgefunden. Man hat auch die alten ägyptischen Texte untersucht, auf die sich die Polverschiebungstheorie stützt. Viele Leute lesen diese Texte und ziehen daraus Rückschlüsse auf die heutige Zeit, auf kommende Katastrophen und Vorhersagen. Sowas kann man einfach nicht machen. Die Texte sind viel zu ungenau. Das ist alles nur eine Frage der Interpretation. Besteht trotzdem die Möglichkeit, dass die alten Ägypter von einer Apokalypse viele Jahrhunderte vor ihrer Zeit wussten? Und dass sie errechnet haben, dass eine derartige Katastrophe auch uns treffen könnte? Wenn sie Ereignisse wie Meteoriteneinschläge oder andere Katastrophen erlebt haben, waren sie vielleicht so verängstigt, dass sie die nachfolgenden Generationen davor warnen wollten. Haben die alten Ägypter eine solche Warnung in anderen Schriften als dem Totenbuch formuliert? Dieses Buch galt bis vor kurzem als verschollen. Wie in der Orion-Prophezeiung findet sich auch hier die Vorhersage einer Katastrophe, die von Kräften jenseits der Erde ausgelöst wird. Die Rede ist von etwas, das sich uns aus den Tiefen des Weltraums nähert und das der Zerstörer heißt. Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass die alten Ägypter vor gut 4500 Jahren in die Zukunft blickten und weissagten, dass das Ende der Welt in unserer Zeit eintreffen wird. Für diese Prophezeiungen gibt es viele unterschiedliche Quellen. Niemand weiß, welche von ihnen die genaueste ist. Einige halten dieses Buch für die glaubwürdigste Quelle, andere zweifeln an ihrer Aussagekraft.
Die Colbrin-Bibel ist eine 3600 Jahre alte weltliche Textsammlung. Der erste Teil wurde ungefähr zur selben Zeit geschrieben wie das Alte Testament. Die Colbrin-Bibel gewährt einen Einblick in die Gedankenwelt der Ägypter, die die Pyramiden gebaut haben. Die Colbrin-Bibel umfasst 11 separate Bücher. Die ersten 6 stammen von den alten Ägyptern, die anderen 5 von keltischen Priestern. Der älteste Teil wurde angeblich nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten verfasst, der von einigen Forschern auf das 15. Jahrhundert vor Christus datiert wird. In der jüdischen Geschichte gilt der Exodus als Schlüsselereignis. Moses bot dem ägyptischen Pharao die Stirn und befreite die Juden aus der Sklaverei. Laut der Colbrin-Bibel hat das die Ägypter zermürbt. Ihre Götter hatten sie im Stich gelassen. Die Juden hatten sie ganz schön vorgeführt. Das versuchten sie zu verstehen. Darum trugen sie alles Wissenswerte zusammen, das sie in ihrem Reich und auf ihren Handelswegen finden konnten. Was bis davon heute noch existiert, ist der erste Teil der Colbrin-Bibel. Die Colbrin-Bibel soll im 12. Jahrhundert in England entdeckt worden sein. Allerdings wird ihre Echtheit bezweifelt, da es offenbar kein Originalmanuskript gibt. Wie in der Orion-Prophezeiung warnt auch die Colbrin-Bibel vor einer Katastrophe aus dem Weltraum, die vielleicht eine Polverschiebung erzeugen könnte. Bei diesem Ereignis werden rund 90% allen Lebens auf der Erde sterben. Laut der Colbrin-Bibel wird das nicht von der Sonne ausgelöst, sondern von einem mysteriösen Himmelskörper, dem sogenannten Zerstörer. Er wird zwar nicht mit der Erde kollidieren, jedoch nahe genug an ihr vorbeifliegen, um eine weltweite Katastrophe auszulösen. Er hat sein eigenes Magnetfeld mit positivem und negativem Pol. Die Erde hat auch ein eigenes Magnetfeld. Der Himmelskörper muss nicht auf der Erde auftreffen. Schon wenn er vorbeifliegt, kann das gewaltige Verwerfungen des Erdmantels auslösen. In der Colbrin-Bibel ist auch die Rede davon, dass der Zerstörer schon mehrmals an der Erde vorbeigeflogen ist. Demnach wurde bei seinem letzten Erscheinen vor 3600 Jahren Ägypten verwüstet. Er war hell und feurig, stetig veränderte sich die Farbe. Alle Menschen stimmen darin überein, dass es ein furchterregender Anblick war. Was mich wirklich beeindruckt hat, die Ägypter berichten, dass dieses Objekt schon viele Male durch unser Sonnensystem geflogen ist. Und das Ereignis vor 3600 Jahren beschreiben sie als reinsten Horror. Die moderne Wissenschaft jedoch weist diese Behauptung zurück. Die Astronomen haben genügend Studien betrieben, um schlussfolgern zu können, dass es in der Menschheitsgeschichte keinen Vorbeiflug eines solchen Himmelskörpers gegeben hat. Könnten die Astronomen falsch liegen? Könnte der Zerstörer ein unbekannter Planet unseres Sonnensystems sein? Ein Planet mit einer langen elliptischen Umlaufbahn, der alle 3600 Jahre knapp an der Erde vorbeifliegt? Derartige Vermutungen gibt es schon seit rund 30 Jahren, seit einer faszinierenden Entdeckung aus den frühen 80er Jahren. 1983 lösten ein paar Astronomen mit ihrer Entdeckung einer Infrarotquelle große Unruhe aus. Es wurde darüber spekuliert, dass es sich um Planet X, den 10. Planeten, handeln könnte. Allerdings nicht von den Astronomen, sondern von anderen Leuten. Wir glauben, das Objekt ist 4-mal so groß wie die Erde. Vielleicht sogar so groß wie Jupiter. Diejenigen, die glauben, dass Planet X auf die Erde zurast, verweisen auf astronomische Veränderungen, die ihrer Meinung nach von ihm verursacht werden. Laut den Daten der NASA-Sonden ist die südliche Hemisphäre der Sonne sehr viel aktiver als die nördliche. Die Magnetosphäre der Erde wird schwächer, verändert sich und richtet sich nach Süden aus. Unzählige andere Ereignisse deuten darauf hin, dass da draußen etwas Beunruhigendes vor sich geht. Falls Planet X wirklich existiert und es sich dabei um das Objekt aus der Colbrin-Bibel handelt, wann wird dann die katastrophale Begegnung mit der Erde stattfinden? In der Colbrin-Bibel ist die Rede von mehreren Ereignissen, die diesen Zeitpunkt ankündigen. 110 Generationen werden vergehen. Länder und Reiche werden entstehen und zugrunde gehen.
Die Menschen werden fliegen wie Vögel. Und Vögel werden wie Fische im Wasser schwimmen. Das bezieht sich eindeutig auf das Hier und Jetzt. Das sind Flugzeuge und U-Boote. Eine Generation kann mit 35 bis 40 Jahren veranschlagt werden. Mal 110 ergibt das ziemlich genau die Zeitdauer von 3600 Jahren, die hier und jetzt zu Ende geht. Laut Kolbrin-Bibel sind das Hinweise darauf, dass die Ankunft des Zerstörers naht. Wissenschaftler hingegen versichern, dass der Planet X ein Fantasiegebilde ist. Die wissenschaftliche Astronomie bestreitet die Existenz eines Planeten X in der Nähe des Sonnensystems vehement. Es gibt jede Menge astronomischer Daten, mit denen man die Existenz eines Planeten X nachweisen könnte. Wir haben aber genügend Informationen über die Bewegungen der Himmelskörper in unserem Sonnensystem, die diese Möglichkeit ausschließen. Trotzdem, die Anhänger der Kolbrin-Bibel und alle, die an Planet X glauben, bleiben dabei. Eine extraterrestrische Katastrophe bedroht die Menschheit in naher Zukunft. Doch damit nicht genug. Manche Menschen sind davon überzeugt, dass die Ägypter nicht nur unser bevorstehendes Ende vorhergesagt haben, sondern auch ein Gegenmittel bereithielten. Ob die Katastrophe sich verhindern lässt, hängt ihrer Meinung nach allein von einer Entdeckung unterhalb des stillen Wächters der großen Pyramide ab. Der Sphinx. Ob die Apokalypse nun vom Menschen oder von der Natur ausgelöst wird. Wer den Weltuntergang fürchtet, sieht immer größere Parallelen zwischen den Vorhersagen der alten Ägypter und aktuellen Ereignissen. Demnach hat der Countdown schon begonnen. Allerdings soll es auch einen überraschenden Ausweg geben. Es könnten sich unentdeckte Geheimnisse in der großen Pyramide befinden. Und die würden der Menschheit eine ganz neue Bedeutung verleihen, was unser Sein und Werden angeht. Es gibt Spekulationen, dass diese Geheimnisse in einer verborgenen, seit mehr als 4000 Jahren unentdeckten Kammer in oder nahe der großen Pyramide ruhen. Laut den Prophezeiungen könnten die wenigen Überlebenden der Katastrophe aus den dortigen Schätzen großen Nutzen ziehen. Die Palette der Spekulationen über diese geheimen Schätze reicht von einer Halle voller Aufzeichnungen über die gesamte antike Geschichte bis hin zu einem Beweis dafür, dass die Pyramiden von einer uralten Zivilisation erbaut wurden, die noch vor den alten Ägyptern lebte. Wer an die Existenz der großen Halle mit den Aufzeichnungen glaubt, vermutet sie neben den langen engen Schächten, die von den inneren Kammern der Pyramide wegführen. Man sagt Lüftungsschächte dazu, doch das sind sie vermutlich nicht. Niemand kennt ihren eigentlichen Zweck. Vor wenigen Jahren erkundeten Archäologen diese Schächte mit ferngesteuerten Robotern und fanden an deren Enden Blockiersteine. Und man weiß noch immer nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich denke, dass da eine geheime Kammer ist. Einige Archäologen glauben, dass die größten Geheimnisse unter der stillen Wächterin der Pyramiden vergraben sind, der Sphinx. Die ägyptischen Behörden haben Forschern erlaubt, die Sphinx zu untersuchen, so sie sie nicht beschädigen. Also kamen Seismographen und Radar zum Einsatz. Das ging bis 1996. Unter der linken Pranke fanden die Forscher einen Hohlraum von der Größe einer kleinen Kammer. Bisher wurde er nicht untersucht. Ich hoffe, dass die ägyptischen Behörden ein paar Wissenschaftlern die Erlaubnis erteilen, ihn zu untersuchen und herauszufinden, was dort verborgen ist. Andere glauben, dass es noch eine verborgene Kammer gibt, rund 100 Kilometer von den Pyramiden entfernt. Dort sollen Geheimnisse aufbewahrt sein, anhand derer alle ägyptischen Prophezeiungen erklärt werden könnten. Man vermutet sie in den Ruinen eines riesigen zweistöckigen Palastkomplexes, dem sogenannten Labyrinth. Der berühmte griechische Historiker Herodot hat diesen Ort im 5. Jahrhundert vor Christus besucht. Er war von der Architektur, die damals schon uralt war, offensichtlich tief beeindruckt. Er schrieb: Selbst wenn man alle Arbeiten der Griechen in einem vereinen könnte, käme das nicht dem Labyrinth gleich. Die Pyramiden übertreffen jede Beschreibung, doch das Labyrinth übertrifft selbst die Pyramiden. Archäologische Ausgrabungen aus dem 19. Jahrhundert weisen zwar auf das frühere Vorhandensein eines Labyrinths hin,
Doch gibt es keine konkreten Überreste. Trotzdem sind einige Forscher überzeugt, Ausgrabungen an dieser Stelle könnten zu einer ganz anderen Interpretation der ägyptischen Weltuntergangsprophezeiung führen. In dem Labyrinth werden wir Dinge finden, die wir niemals erwartet haben. Wir werden dort den Beweis für die Existenz einer Hochkultur finden, die durch eine Verschiebung der Pole vernichtet wurde. Manche glauben, dass die wichtigste Entdeckung gar die prophezeite Katastrophe verhindern könnte. Das Schlüsselelement soll der verschwundene Schlussstein der großen Pyramide sein. Beim Anblick der großen Pyramide merkt man sofort, dass ihre Spitze flach ist. So als wäre die Pyramide nie fertig gebaut worden. Der Schlussstein war der wichtigste Teil der Pyramide. Vielleicht wurde er gestohlen, ging verloren oder wurde zerstört. Vielleicht ist das Wunschdenken, aber ich glaube, dass man ihn wiederfinden wird. Und dadurch wird die unglaublichste Maschine in Gang gesetzt werden, die die Menschheit je gesehen hat. Diese Meinung ist wohl eher Glaube als Theorie. Trotzdem sind einige fest davon überzeugt. Wenn die große Pyramide wieder mit ihrem alten Schlussstein gekrönt wird, dann wird sie eine paranormale Energie freisetzen, die vielleicht sogar stark genug ist, um den Weltuntergang abzuwenden. So oder so. Die Pyramiden erinnern stets auch an die Prophezeiungen, die angeblich von ihren Erbauern gemacht wurden. Und falls die Apokalypse tatsächlich eintreten sollte, was wird dann aus den wenigen Überlebenden? Wenn wir alle zusammenhalten, dieses dunkle Tal durchqueren und den Weg der Liebe und des Friedens beschreiten, dann entsteht daraus die wichtigste Zivilisation der Menschheit, die es auf Erden je gegeben hat. Das alte Ägypten hat mit dem 21. Jahrhundert so gut wie nichts zu tun. Liegen doch mehr als 5000 Jahre dazwischen. Vielleicht wollte diese untergegangene Zivilisation die Zukunft aber vor der Apokalypse warnen. Eine Prophezeiung, die direkt an uns gerichtet ist.